Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog von mir. Ich hoffe, es geht dir gut und du hattest bisher einen schönen Tag. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder eingeschaltet hast. An dem Tag habe ich mich erstmal ganz, ganz lange ans Fenster gestellt, weil wir die Tage vorher einfach extrem heißes Wetter hatten und ich damit irgendwie dieses Mal nicht ganz so gut mit klargekommen bin und so ein bisschen in der Ecke lag und kaum was geschafft habe. Deswegen habe ich mich an dem Tag dann direkt ohne Umschweife an meine Lernsachen gesetzt, weil ich auf jeden Fall meinen Produktivitätsflow so ein bisschen ausnutzen wollte und ja, tatsächlich auch ein bisschen was aufarbeiten wollte. An dem Tag war ich dann direkt an Rechnungswesen dabei, weil das meine nächste Klausur sein wird und habe erstmal meine ganzen Unterlagen sortiert, bin die ganzen Notizen durchgegangen, habe mir alles durchgelesen, versucht mir irgendwie alles ins Gedächtnis zu rufen, was ich die Tage davor nicht gelernt habe. Und danach bin ich dann, weil ich einfach nicht mehr sitzen konnte, ins Training gefahren. Ich hatte erst nicht unbedingt so die Energie und auch nicht wirklich die Lust, aber habe mir dann richtig, richtig gute Musik angemacht. Ich höre ja ehrlich gesagt immer Deutschrap, was eigentlich nicht so zu mir passt, aber es motiviert mich immer total und habe dann ein gutes Beintraining gehabt. Wenn ihr da mal mehr Einblick haben wollt, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich dachte mir, ich zeige mich erst jetzt, wenn ich mich ein bisschen gerichtet habe, geduscht habe, meine Haare gewaschen habe. Die sahen nämlich heute Morgen schrecklich aus. Und ich glaube, das ist auch nur in eurem Sinne. Also es war heute Morgen wirklich, wirklich schlimm. wartet. Ich habe meine Augentropfen vergessen. Ja, super, Laura. Ich war ja letzte Woche beim Augenarzt, weil ich dachte, dass ich eine Brille brauche, weil ich irgendwelche Sehstörungen hatte. Und der Arzt hat dann aber festgestellt, dass ich anscheinend 100% Sehkraft habe, dass ich gucken kann wie ein Luchs. Das ist mir tatsächlich auch immer schon aufgefallen, dass immer wenn andere Leute irgendwas nicht lesen konnten oder in der Ferne irgendwas nicht gesehen haben, dass ich irgendwie die Einzige war, die das sehen konnte. Aber trotzdem dachte ich, irgendwas stimmt mit meinen Augen nicht. Und er hat tatsächlich festgestellt, dass ich irgendwelche Zellschäden in meinem Auge habe. Und die behandle ich jetzt eben mit Augentropfen und so einer Augencreme. Und ich muss mich da echt noch so ein bisschen dran gewöhnen, weil ich es ehrlich gesagt aktuell immer vergesse, die einzunehmen. Und dann bringt es halt natürlich nichts und das ist halt also ein bisschen blöd. Deswegen muss ich mir irgendwas überlegen, wie ich das so ein bisschen mehr zu meiner Routine machen kann. Das war nämlich bei meinen Nahrungsergänzungsmitteln, bei den ganzen Vitaminen, die ich immer so einnehme, Vitamin D und Co., war das auch so, dass ich das am Anfang immer vergessen habe. Und mittlerweile habe ich das so als Habit, dass ich quasi immer vorm Abendessen die Vitamine nehme. Und das kann ich euch nur als Tipp geben. Knüpft, wenn ihr irgendeine neue Routine bauen wollt oder euch irgendwie etablieren wollt, knüpft das an bereits bestehende Routinen einfach an. Also so Sachen wie Essen oder Zähneputzen oder sowas, die muss man ja auf jeden Fall machen. Und wenn man dann quasi sein neues Habit an diese Routinen anknüpft und das vielleicht vorher macht, dann kann man da irgendwie auf Dauer besser dranbleiben, habe ich das Gefühl. Also egal, was man irgendwie lernen möchte, es hilft immer, das an bereits bestehende Wissensmuster irgendwie anzuknüpfen. Jetzt muss ich nur noch mir überlegen, was bei mir die Routine ist, an die ich die Augentropfen anknüpfen kann. Vielleicht morgens vorm Arbeiten, dass ich nicht arbeiten darf, bevor ich die Augentropfen habe. Ich sollte mir vielleicht irgendwie so einen dicken, fetten Notizzettel irgendwie am Schreibtisch machen und dann vergesse ich es auch nicht mehr. Auch gerade schon bei Tropfen sind, unter meinem letzten Video und generell auch auf Instagram wurde mir mal wieder geschrieben, dass CBD-Tropfen ihnen extrem beim Thema Schlafprobleme und Unruhe, von denen ich ja im letzten Video erzählt habe, geholfen haben. Und deswegen nehme ich jetzt meine wieder ein. Das war mir tatsächlich nicht neu. Ich nehme CBD-Öl bestimmt schon seit 2 Jahren. Ich hatte mit denen mal eine Kooperation. Ich weiß nicht, ob mein Code noch gültig ist. Das ist jetzt kein gesponsertes Video oder sowas, sondern einfach nur, dass ich die jetzt wieder einnehme und ich bin jetzt mal gespannt, ob das tatsächlich wieder hilft, weil ich hatte das Gefühl, dass sie mir tatsächlich damals richtig geholfen haben, aber irgendwann habe ich halt es vergessen einzunehmen. Ich glaube, als wir in den Sommerurlaub geflogen sind und seitdem war das dann irgendwie raus bei mir und deswegen fange ich jetzt mal wieder an. Wenn der Code noch gültig ist, schreibe ich ihn euch in die Infobox, aber CBD-Öl ist wirklich so ein Allrounder gegen alles. Kopfschmerzen, jegliche Muskelverspannungen, Schlafprobleme, das hilft echt sehr, sehr gut und ich habe jetzt wieder große Hoffnung, dass ich das dadurch ein bisschen wieder in den Griff kriegen kann. Deswegen danke für den Hinweis unter meinem letzten Video. Ansonsten steht unitechnisch meine letzte Woche dieses Semesters an. Also danach kommen natürlich noch die Prüfungen und die Abgabe meiner Hausarbeit. Aber ansonsten war es das für dieses Semester. Und ich finde irgendwie, es ging schneller rum als das Wintersemester. Und gleichzeitig hat es sich, weil ich zum Beispiel jetzt meine Module nicht ganz so cool fand wie im ersten Semester, natürlich auch so ein bisschen gezogen. Ein Modul hat da ganz besonders reingespielt. Da schreibe ich auch nächste Woche schon meine Klausur, also in Rechnungswesen.
Wobei ich sagen muss, dass ich ja vor einigen Wochen mich noch mega beschwert hatte und irgendwie hier voll den Nervenzusammenbruch hatte, auch in einem Vlog wegen Rechnungswesen. Und mittlerweile das Ganze ein bisschen, ja, rationaler, pragmatischer sehe. Ich denke mal auf jeden Fall, dass ich die Prüfung bestehen werde, weil ich so viel dafür gelernt habe. Und mittlerweile habe ich auch einen besseren Überblick. Also ich habe irgendwie die große Struktur dieses Fachs so ein bisschen verstanden und mittlerweile folgt das alles so einem Schema. Das will jetzt nicht heißen, dass es wirklich einfach für mich ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie Mathe in der Schule. Das ist auch für die meisten nicht unbedingt einfach, aber wenn man es einmal so verstanden hat, so wie die Strukturen sind, wie so die einzelnen Sachen ausgerechnet werden, dann fällt es einem deutlich leichter. Und deswegen habe ich jetzt auch meine Ansprüche für die Prüfung nächste Woche auch wieder so ein bisschen hochgeschraubt. Es geht mir jetzt nicht mehr nur noch darum, dass ich es bestehen möchte. Ich möchte jetzt eigentlich auch wirklich ganz gut bestehen, weil ich habe schon ziemlich viel dafür gemacht, ja. Ich war ein absoluter Nichtskenner. Ich hatte noch nie in meinem Leben irgendwas mit Rechnungswesen zu tun. Ich habe noch nie auf irgendwelche Konten irgendwas gebucht oder sonst irgendwas. Und mittlerweile, ja, läuft es doch ganz gut. Und deswegen habe ich jetzt auch so einen Ehrgeiz und werde jetzt, wie ihr seht, die restliche Zeit heute und auch die restlichen Tage vor der Klausur, es ist jetzt fast noch eine Woche, nutzen, um jeden Tag nochmal richtig ordentlich reinzuhauen. Wie ihr seht, arbeite ich jetzt hier hauptsächlich vor der Klausur auch nur noch mit Probeaufgaben. Ich rechne im Grunde alles, was er uns jemals irgendwie reingestellt hat, nochmal durch und hake das ab. Und wie ihr seht, ne, sieht es echt ganz gut aus. Ja, toll, jetzt habe ich hier nicht mehr abgehakt. Aber wie ihr seht, sieht das echt doch so ganz gut aus aktuell noch. Ja. Fast alles war richtig, bis auf hier so eine Sache, aber da kann ich hinwegsehen. Danach habe ich mir dann endlich erstmal Essen zubereitet. Nach wie vor betreibe ich in meiner Klausurenphase auch Intermittent Fasting. Damit mache ich immer die besten Erfolge, was Konzentration und Lernen angeht. Müsst ihr aber auch nicht so umsetzen, sondern das muss einfach jeder für sich selber wissen. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass Kochen für mich einfach auch eine sehr gute Lernpause geworden ist. Früher empfand ich das immer als ziemlich stressig, in Lernphasen oder intensiven Lernphasen auch noch kochen zu müssen. Mittlerweile empfinde ich es eher als entspannend, weil das meistens genau in meine Pause reinpasst. Auffällig ist auf jeden Fall, dass ich aber immer dieselben Sachen esse, gerade eben in Lernphasen, einfach weil ich mir nicht so viele Gedanken darüber machen möchte, was ich esse oder wie ich es koche oder was auch immer, sondern ich koche einfach immer nur die Basics. So, liebe Leute, ich präsentiere mal wieder mein geliebtes Porridge, Schoko-Porridge, wie man sieht. Einfach nur Kakao-Porridge mit Vanille, Soja-Joghurt, Erdbeeren, Blaubeeren, Himbeeren und Pflaumen. Diese Kombi und Haselnüssen und Zimt. Diese Kombi ist einfach nur genial. So lecker. In einem meiner letzten Vlogs habe ich auch schon erwähnt, dass ich versuche, ein bisschen bewusster zu essen, mir wieder ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und mich einfach nicht währenddessen komplett berieseln zu lassen von TV, Laptop und Co. Und ich muss sagen, auch das klappt mittlerweile ganz gut. Ich habe mich da zum Beispiel an dem Tag mit meinem Essen nach draußen gesetzt, habe ein bisschen die Sonne genossen, habe mich ein bisschen mit meinen Eltern unterhalten und auch das war echt mal ganz schön, weil ich aktuell ziemlich wenig aus meinem Zimmerloch rauskomme und da kann man das ganz gut vereinen. Ich habe dann noch weitergelernt bis abends, habe ich aber nicht mehr mitgefilmt, weil ihr das, glaube ich, denken könnt. Und es wiederholt sich jetzt mittlerweile auch einfach nur noch. Habe mir dann abends aber auch nochmal Zeit genommen fürs Essen machen tatsächlich mal. Etwas, was ich in letzter Zeit nicht so häufig gemacht habe, zumindest abends. Und zwar habe ich mir mal wieder Spargel gemacht. Wir hatten noch ein bisschen Spargel im Keller übrig und Zucchini und Kartoffeln. Und das Ganze habe ich dann auf dem Blech platziert und habe das erstmal so ein bisschen vorgebacken. Viele fragen immer, wie ich die Kartoffeln so knusprig hinkriege. Ich mache sie wirklich einfach nur in den Ofen und mache auch noch gar keine Gewürze drauf, sondern ich nehme die dann nach einer Zeit erstmal raus, streue dann meistens noch ein bisschen Feta drüber, weil wir da auch noch ein bisschen was über hatten und mache dann die Gewürze drauf, damit die einfach nicht so verbrennen. Und so sah das Blech dann am Ende aus. Es war richtig, richtig lecker. Ich liebe diese Kombi und das solltet ihr auf jeden Fall auch mal probieren. Ich finde es übrigens super, wie ein weiterer Tag ins Lande zieht, wo ich einfach nur meine Kleidung vom Bett, die werfe ich nämlich immer morgens da drauf, einfach nur in diesen Ablagesessel darüber wandert. Und das jetzt irgendwie seit, ich weiß nicht wie vielen Tagen. Irgendwann muss dieser Sessel auch mal aufgeräumt werden, aber heute ist nicht mehr der Tag dafür. Oh, ich muss auch erstmal einen kurzen Moment runterkommen. Ich fühle mich einfach so unglaublich platt. Ich weiß nicht wovon. Entweder vom vielen Denken, ich habe heute nämlich sehr, 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 sehr viel gedacht. Es war auch ein wirklich gut produktiver Tag. Oder
vom Sport machen oder von beidem. Aber ansonsten ist heute einfach nicht viel passiert und ich fühle mich trotzdem unfassbar platt, als wäre ich wahrscheinlich einen Berg hochgerannt. Das zeigt einfach mal wieder, dass ja auch Denken sehr, sehr viel Energie verbraucht. Und dass es auch in Klausurphasen normal ist, dass man dann einfach irgendwann auch mal so am Ende seiner Kräfte ist. Deswegen werde ich jetzt auch einfach, denke ich mal, Schluss machen. Es war jetzt auch gut für heute und werde wahrscheinlich noch ein bisschen lesen. Ich bin ja aktuell immer noch so ein bisschen an dem Buch von Steffi Stahl dran. Das Kind, die muss Heimat finden. Das Buch ist echt sehr, sehr gut. Das kann ich generell mal jedem empfehlen, der einfach so ein bisschen was über sich lernen möchte. Wobei ich sagen muss, es ist schon arg Selbsthilfebuch, ne? Also für all die Leute, die sich jetzt sagen, wow, auf Selbsthilfe, Bücher und sowas habe ich jetzt nicht so Bock. Das ist schon sehr extrem, meiner Meinung nach. Für mich ist es natürlich unglaublich interessant, weil sie einfach sehr, sehr viel Psychologie aufgreift und das ist natürlich voll mein Thema. Ich höre auch ihren Podcast und so, aber hauptsächlich einfach aus Interesse für Psychologie. Und zeitgleich lese ich ja auch immer noch dieses Buch, beziehungsweise ich bin ja gerade überhaupt erst damit angefangen. Du bist genug und wem dieses Cover hier vielleicht bekannt vorkommt, dem kann ich nur recht geben, das ist tatsächlich der zweite Teil von Du musst nicht von allen gemocht werden, meinem All-Time-Favorite-Buch, was habe ich ja auch schon irgendwie 10.000 Mal empfohlen und das ist eben der zweite Teil und das, also ich habe wirklich noch nicht viel gelesen, aber das, was ich bisher gelesen habe, hat mir gezeigt, dass dieses Buch fast noch besser ist und ich hoffe so sehr, dass er vielleicht noch einen dritten Teil schreibt oder noch viel, viel mehr Bücher schreibt. Ich muss mal gucken, ob er noch andere Bücher geschrieben hat. Aber das Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und das ist tatsächlich gar nicht so psychologielastig, natürlich auch so ein bisschen selbsthilfelastig, aber nicht so arg, sondern das regt einfach irgendwie zum Denken an. Vielleicht eher so ein bisschen philosophisch, aber wirklich sehr, sehr gut. Ein neuer Tag. Ich begrüße euch. Ich war jetzt gerade bei der Arbeit. Hab dort dann aber nichts mitgefilmt, weil einfach nicht mega viel Spannendes passiert ist. Aktuell passiert generell bei uns jetzt nicht mehr so viel Spannendes, weil wir die ganzen Berufsorientierungssachen abgeschlossen haben. Die meisten Leute gehen jetzt so auf die Sommerferien zu und in Sommerferien finden bei uns zum Beispiel auch keine Kurse statt. Und dementsprechend wird es jetzt alles ein bisschen entspannter und das passt mir echt alles ganz gut in den Kram. Ich möchte euch mal gerade mal ganz kurz mein Outfit von heute zeigen, weil ich das echt sehr gelungen fand. Und zwar beachten wir einfach mal das Chaos im Hintergrund nicht. Da wird in der Klausurenphase auch einfach nichts mehr passieren. Aber ich habe tatsächlich diese alte Hose mal wieder aus meinem Kleiderschrank rausgekramt. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich die noch besitze. Das ist so eine Stoffhose, so eine Businesshose. Ich habe da letztens auf Instagram nach so Outfits fürs Büro gefragt, die einfach ein bisschen seriöser aussehen, weil ich habe ja keine Lust mehr auszusehen wie 12. Und viele haben mir dann solche Hosen empfohlen. Ich wollte mir fast eine holen und dann dachte ich mir so, eigentlich besitze ich so eine Hose doch schon. Und dann dachte ich mir so, hey, zieh sie doch einfach mal wieder an. Und dann habe ich sie mit so einem schwarzen Oberteil einfach kombiniert und hatte unten noch so einen Blazer mit und so eine Kette dazu. Und es sah echt richtig, richtig cool aus, aber es war ehrlich gesagt zu warm, weil jetzt wird es draußen auf einmal wieder mega warm. Deswegen werde ich mir jetzt gleich wahrscheinlich umziehen. So, ich werde jetzt gleich meine Zeit nutzen, um schon mal ein bisschen was zu wiederholen, dann werden wir gleich nämlich noch ein Zoom-Meeting haben. Ich habe auf der Arbeit in der Pause meine Zeit auf jeden Fall auch produktiv genutzt, habe ein bisschen für meine Online-Trainer-Lizenz gelernt. Auch da geht es jetzt Stück für Stück weiter. Ich habe jetzt nochmal ein paar Module wiederholt, weil einige Sachen sind mir entfallen. Das habe ich gemerkt, als ich so ein paar Wiederholungsfragen gelöst habe. Und deswegen habe ich mir auf der Arbeit dann in meiner Pause, weil wir haben wenig Internet und auf diese Sachen kann man eben ohne Internet auch zugreifen. Also sowohl auf das Infomaterial als auch auf diese Videos hier, die kann man sich eben runterladen und dann halt auch ohne Internet halt alles anschauen. Deswegen habe ich mir halt auf der Arbeit einiges dazu eben nochmal durchgelesen und ein bisschen was wiederholt, weil ich sowieso nicht viele andere Möglichkeiten hatte und habe das Gefühl, das Wissen ist jetzt wieder so ein bisschen frischer drin. Für alle, die sich jetzt so fragen, what? Wovon redet sie? Ihr habt wahrscheinlich bei den letzten Videos nicht aufmerksam genug geguckt oder nicht zu Ende geguckt. Ich habe nämlich tatsächlich schon öfter mal die Online-Trainer-Lizenz vorgestellt. Die bieten eben staatlich geprüfte und zertifizierte Fitnesstrainer-Ausbildung an. Ich mache aktuell die Ernährungsberatungsausbildung. Es gibt aber auch eine vegane Ernährungsberatungsausbildung. Also das finde ich mega spannend. Tatsächlich habe ich auch schon überlegt, ob ich es im Anschluss daran vielleicht auch noch mache, denn ich habe so lange Sommerferien und das bietet sich einfach an. Ihr habt ewig dafür Zeit, ihr seid super flexibel, könnt von überall aus lernen. Also ihr habt es gesehen, ich habe einfach im Büro so ein bisschen gelernt.
Und ich mache das einfach so, dass ich jetzt meine Prüfungen ganz normal in der Uni schreibe, weil ich das einfach jetzt ungünstig finde, dann halt währenddessen noch auf eine andere Prüfung zu lernen. Und wenn die um sind, nutze ich dann einfach meine Semesterferien, um das Ganze abzuschließen. Und dann war das super, super entspannt. Ich habe wirklich immer nur an den Wochenenden was gemacht. Und aktuell haben die eine Gym-Comeback-Aktion, wo ihr einfach so unglaublich krass sparen könnt. Also ich glaube, solche Rabatte habe ich da noch nie gesehen. Deswegen, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, vielleicht auch so eine Ausbildung zu machen, ich weiß, es ist immer nicht so ganz günstig, es lohnt sich aber, gerade wenn man dann eben solche Rabatte bekommt. Vielleicht möchten das einige von euch gerade noch nutzen, weil einfach die Gyms wieder auf sind, weil man sich für einen coolen Nebenjob im Fitnessstudio qualifizieren kann oder sich online was selber aufbauen kann. Das ist echt eine super Möglichkeit, um nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen, deswegen check it out. So, meine weiteren Aufgaben, denn das kann ich jetzt abhaken. Erstmal Rechnungswesen, Probeklausur, Rechnungswesen, Zoom-Meeting. Ich muss mich jetzt sowas von ranhalten, damit ich das noch schaffe. Und dann eigentlich nur noch Zoom-Meetings, bis ich dann eigentlich nur noch Uni mache. Yes, that's my day. Das ist übrigens meine Bowl heute. Ich habe mir mal wieder Quark gemacht und diesmal nicht mit gefrorenen Beeren, sondern mit gefrorener Mango, die ich mir mal gegönnt habe. War leider sehr, sehr teuer. Aber ich hatte irgendwie voll Bock drauf, weil Mango verbinde ich irgendwie mal so mit Sommer. Und dann noch ein paar Blaubeeren dazu, ein paar Nüsse und natürlich ordentlich Zimt. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. So, Dinner is this. Ein Salat mit Gurke, Paprika, Tomate, Kichererbsen, Feta. Hier ist wirklich einfach nur noch so ein Leftover, zwei Stücke Tofu aus dem Kühlschrank-Ding. Und Gewürzgurken, weil wir endlich wieder welche haben. Und ich bin süchtig nach Gewürzgurken, auch wenn ich nicht schwanger bin. Aber die sind einfach sehr, sehr lecker. Ich bin durch mit meinen Aufgaben und auch generell mit diesem Tag. Ich bin sowas von durch. Ich hake jetzt gerade noch meine To-Do-Liste ab. Das ist jetzt immer der most satisfying moment am Tag. Eine Sache, die ich euch aber noch mitgeben wollte, ist, es hat in den letzten Tagen mein Mindset nochmal so voll geschiftet und hat mir dabei geholfen, mich jetzt nochmal ein bisschen besser zu fühlen in dem Blick auf Stress in der Klausurenphase. Ihr solltet einfach euer Mindset so ein bisschen ändern von ihr müsst Dinge tun, also ihr müsst in der Prüfungsphase den ganzen Tag hasseln, ihr müsst lernen, ihr müsst arbeiten, ihr müsst Sport machen, was auch immer. Denn müssen tut man erstmal gar nichts, außer irgendwann sterben. Das muss man, aber alles andere muss man nicht. Zu ihr wollt es, weil ihr habt euer Studium aus irgendeinem Grund gewählt. Klar kann es sein, dass man irgendwann im Laufe des Studiums feststellt, dass man da vielleicht nicht mehr so die Passion hat, die man am Anfang hatte. Vielleicht stellt man irgendwann fest, dass das Studium nicht das Richtige für einen ist, okay. Das ist alles legitim und völlig in Ordnung und dann sollte man auch den Mut haben, einen anderen Weg einzuschlagen und diesen Weg auch zu gehen. Aber Fakt ist, niemand zwingt euch in euer Studium, niemand zwingt euch zu lernen. Ihr müsst nicht lernen, wenn ihr das nicht wollt. Und mir hilft es einfach so, die Perspektive wirklich zu ändern von ich muss diese ganzen Aufgaben machen zu ich will diese Aufgaben machen. Weil wenn ich diese Aufgaben machen will, dann ist es meine freie Entscheidung. Und dann ist es nicht, dann fühlt es sich für mich nicht an, als wäre das irgendwas, was mir aufgezwungen wird. Weil wenn einem irgendwas aufgezwungen wird, verbindet man da automatisch negative Gefühle mit. Und wenn man sagt, man möchte oder man will etwas tun, dann verbindet man damit positive Gefühle. Und immer dann, wenn ich extrem viel Stress habe oder wenn ich mir selber Druck mache, habe ich das Gefühl, dass ich in so einem Hamsterrad von lauter Müssensaufgaben bin. Und wenn ich mich gut fühle und so Tage habe wie heute, wo ich mir denke, boah, das läuft alles so gut und ich kann das abhaken und ich fühle mich richtig powerful, dann sind das so Tage, an denen ich das Gefühl habe, ich will die Sachen machen und ich mache sie und ich habe vielleicht nicht Spaß dran, aber ich weiß, dass ich sie für mich tue und dass ich es nicht muss, weil ich muss es nicht. Und das wollte ich euch einfach nochmal mitgeben. Das finde ich unglaublich wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen führt und dass man auch einfach das Big Picture so ein bisschen im Blick behält. Klar, Klausurenphasen, ihr habt sie, denke ich mal, jetzt auch gerade alle oder sie kommen auf euch zu. Klar sind die wichtig und klar sind auch Klausuren wichtig und viele Klausuren sind natürlich auch wichtig, damit man im nächsten Semester halt vielleicht nicht so viel zu tun hat, damit man überhaupt weiterkommt, wie auch immer.
Aber trotzdem sollte man das Big Picture, also das ganze Studium an sich oder die ganze Schullaufbahn an sich oder was auch immer, welches Ziel ihr auch gerade verfolgt, nicht aus dem Blick verlieren. Nur sich quasi an einer Klausur aufhängen und da komplett verzweifeln, weil es kommen noch 1000 andere Klausuren und in einem Jahr wird man sich wahrscheinlich über diese eine einzige Klausur nicht mehr so viele Gedanken machen. Auch das muss ich mir immer wieder selbst ins Gedächtnis rufen. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit für mich und auch ich habe da super viele Tage, an denen ich komplett verzweifle, gerade an Rechnungswesen, aber ich wollte euch das einfach nochmal mitgeben, vielleicht hilft es dem einen oder anderen und ja. Yes, und jetzt wird hier gerade nochmal der Rest Fußball geguckt, das Spiel ist jetzt fast vorbei, ich bin nicht so der Fußballgucker, wenn ich ehrlich bin, aber ich bin dann so ein Pflichtgucker, der dann so die letzten Minuten mitguckt und dann trotzdem sich dafür interessiert, was passiert ist. Und muss man jetzt ein bisschen unten abcatchen mit meinem Bruder, wie das Spiel so lief. Naja. So, und als kleine Belohnung, wir haben zwar gleich Mitternacht, aber who cares? Man muss sich ja auch belohnen. Gibt es jetzt bei mir noch diesen Frozen Power Eisbar. Der ist so lecker im Geschmack. Dark Chocolate, das ist so ein Protein-Eisbar. Das gab es letzte Woche, glaube ich, beim Aldi. Mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Aber kann man auch online bestellen. Und ich liebe den einfach. Der macht richtig, richtig süchtig. Und das ist aktuell so voll mein Treat in der Klausurenphase. So gut einfach. So, ich gehe jetzt auch schlafen. Morgen muss ich extrem früh raus. Deswegen wird es jetzt auch langsam Zeit. Ihr dürft nicht wissen, wie spät es schon wieder ist. Ich habe mich jetzt auf jeden Fall dazu entschieden, die nächsten Tage auch, was Social Media angeht, wieder ein bisschen kürzer zu treten. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich unbedingt extrem viel auf Social Media prokrastiniere. Ich würde mal behaupten, dass es alles noch im gesunden Rahmen ist, aber ich mache das in der Prüfungsphase einfach ganz gerne. Habe ich in der letzten auch gemacht. In der letzten hatte ich, glaube ich, eine Woche, da habe ich komplett alle Apps von meinem Handy gelöscht und war gar nicht am Handy. Hatte, glaube ich, sogar mein Handy irgendwie in einem anderen Karton oder sowas. Das will ich jetzt diesmal nicht machen, einfach weil ich durch die Arbeit einfach auch erreichbar sein muss. Aber ich möchte es deutlich nochmal runterfahren und mir vielleicht so einen kleinen Timer einsetzen, zu dem dann mein Handy klingelt, wenn ich diese Zeit überschreite. Das ist immer ein ganz guter Tipp für mich. Und mich jetzt einfach nochmal komplett fokussieren und alles geben. Ja. Ach, das wird schon.